Das UBA-Kompass-Team ist eine Einheit im Umweltbundesamt, die sich ausschließlich mit dem Thema Anpassung befasst und einige sehr, sehr spannende und interessante und für ihre Arbeit vielleicht auch nutzbare Tools entwickelt hat über die letzten, ich würde sagen, Jahrzehnt mittlerweile. Und in diesem Sinne, Herr Daschkeit, darf ich Sie bitten, Ihren Vortrag zu beginnen. Ja, vielen Dank, Herr Dvorak. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, die Verständigung klappt gut. Und ich hoffe ebenso, dass Sie die erste Folie meiner Präsentation schon sehen können, wo auch nochmal der Titel aufgeführt ist. Ich möchte Ihnen im Folgenden darstellen, wie das Kompetenzzentrum Klimaforderung und Anpassung die Klimaanpassung in Deutschland unterstützt. Ich möchte aber gleichzeitig die Gelegenheit nutzen und nicht nur über dieses Thema sprechen, sondern die aktuelle Diskussion zur Corona-Pandemie doch aufgreifen und in Verbindung setzen zu dem Thema, was ich eigentlich hier auf der Folie geschrieben habe. Nicht zuletzt ist eine Motivation dazu entstanden, aus einem Satz, den ich glaube, viele von Ihnen und ich jedenfalls in den vergangenen Wochen und Monaten sehr oft gelesen haben und immer noch lese. Im Moment haben wir nun wirklich andere Sorgen als den Klimawandel. Und wenn ich da ein klein bisschen drüber nachdenke, dann sehe ich natürlich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Umgang mit dem Coronavirus und dem Umgang mit dem Klimawandel. Mit dem Klimawandel meine ich sowohl Vermeidung als auch Anpassung an den Klimawandel. Und alle Gemeinsamkeiten und Unterschiede kann und will ich hier natürlich gar nicht ansprechen, sondern ich möchte zwei Punkte andeuten. Der erste Punkt ist eine Gemeinsamkeit zwischen der Corona-Pandemie und dessen Folgen und dem Klimawandel, dass wir sehen, wie wir in einer stark vernetzten und auch stark verletzlichen Gesellschaft wohnen. Und meine Vorrednerin, Frau Peter, hat es eben schon in einer Folie angedeutet. Nur dazu deswegen ein paar Stichworte. Wir reden sowohl bei Corona als auch beim Klimawandel über die Unterbrechung von Produktions- und Lieferketten, über die Versorgung oder mangelnde Versorgung mit Ressourcen und Rohstoffen. Personen und Arbeitskräfte stehen nicht zur Verfügung bei Extremereignissen beispielsweise. Kann Strom ausfallen mit verschiedenen Folgewirkungen. Wir haben stark schwankende Preise mit weiteren sozialen und wirtschaftlichen Folgen. Und diese Stichworte zeigen Ihnen nun schon die Domino- oder Kaskadeneffekte, die so passieren, wenn solche Ereignisse wie Klimawandel, Extremereignisse oder eben die Corona-Pandemie auftreten. Das ist der eine Punkt, den ich ansprechen wollte. Der andere Punkt ist, dass ich auch in den vergangenen Wochen und Monaten oft gesehen und gehört habe, dass es doch einen starken Ruf nach staatlicher Unterstützung gibt, wenn Krisen auftreten, also wenn es mal nicht so klar läuft wie geplant. Ich rufe in Erinnerung die regional oder mehr überregionalen Situationen, Hochwassersituationen 2002, 2013, aber gar nicht so weit zurück, 2018 Dürre, Trockenheit, Hitze, 2019 zum Teil auch. Und dahinter steckt für mich die Argumentation, die ich immer wieder rauslese, dass ich als Bürgerin oder als Unternehmer nichts dafür kann, was im Moment passiert, wenn die Einnahmen wegbrechen, also bitte Staat, hilf. Das ist ein immer wiederkehrendes Muster und ich frage mich dann, was bedeutet das oder was können wir jetzt schon aus der Corona-Krise lernen? Was heißt das, wenn wir, ich möchte mal sagen, von einer Krise in die nächste Krise stolpern? Dürre 2018, 2019, vielleicht dieses Jahr schon wieder. Wir sind offensichtlich auf dem Weg dahin. Corona-Krise, die sich vielleicht noch obendrauf kommt in diesem Jahr. Und wenn ich das mir überlege, dann komme ich immer wieder zu einem Begriff oder zu der Idee von Resilienz, die Sie vermutlich auch schon in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gehört haben. Und es hat nämlich zwei Elemente. Das eine ist die Stärkung der Widerstandskraft des Bestehenden und das andere ist die Stärkung der Lern- und Anpassungsfähigkeit. Und dieser zweite Punkt, Stärkung der Lern- und Anpassungsfähigkeit, ist für mich der entscheidendere. Und deswegen ist der Satz, den man so gerne liest, Lernen aus Krisen, gar nicht so abstrakt, wie er sich im ersten Moment anhört, sondern aus meiner Sicht sehr konkret.
Ich bin der Auffassung, dass die heimlichen Gewinner der Corona-Krise nicht die Unternehmerinnen und Unternehmer sind, die flexibel ihre Geschäftsidee angepasst haben bzw. anpassen konnten. Ich weiß natürlich, dass in manchen Branchen ein solcher Umstieg leichter fällt als in anderen Branchen und dass man gerade im Tourismus nicht überall natürlich von heute auf morgen seine Geschäftsidee umstellen kann. Wenn ich aber jetzt rüberschwenke zum Klimawandel, dann sehe ich, dass angesichts des Klimawandels doch genügend Zeit war und auch noch ist, Geschäftsideen im Tourismus so umzustricken, dass der Klimawandel eben nicht reihenweise zu Insolvenzen führt. Ich sehe auch ganz klar, dass es in der Vergangenheit sehr, sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer gab, die sich schon auf den Klimawandel eingestellt haben. Also alles das, was unter Best Practice und Vorreiter läuft, was wir heute und morgen auch in der Tagung noch hören werden, ist auf jeden Fall ein starkes Indiz dafür, dass schon eine Menge in Bewegung gekommen ist. Ich denke aber auf der zweiten Seite, dass es riskant ist, ich sag mal in Anführungsstrichen, auf Teufel komm raus, auf seiner Idee zu beharren, vor allen Dingen, wenn sich die Randbedingungen ändern und die ändern sich permanent. Und wenn man dann immer gleichzeitig nach dem Staat ruft und sagt, Staat, bitte sorge dafür, dass ich genauso weitermachen kann wie bisher, dann glaube ich, bekommen wir ein Problem und wir müssen uns von diesem Gedanken verabschieden. Die wesentliche Lehre, die ich also aus der Diskussion Corona und Klimawandel in den vergangenen gut 2 Monaten ziehe, ist, dass sich die Randbedingungen in der Vergangenheit geändert haben, dass sie sich heute ändern, zum Teil sehr rapide, und dass sie sich künftig ebenfalls schnell und sehr tiefgreifend ändern. Deswegen ist langfristige Vorsorge wichtig und, wenn ich das für den Bereich Tourismus sagen darf, ein nachhaltiger und resilienter Tourismus. Und genau in diesem Sinne unterstützt das Umweltbundesamt, also das Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung, den Umgang und die Anpassung an den Klimawandel mit einer ganzen Reihe von Produkten, Informationssystemen oder Klimaanpassungsdiensten, wie es hier oben drüber steht, unter anderem den sogenannten Klimalotsen, also ein Leitfaden für Städte und Gemeinden, wenn sie sich dem Klimawandel etwas näher widmen wollen. Wir haben eine Datenbank aufgebaut, in der lokale und regionale Maßnahmen zusammengetragen sind, nicht nur für den Bereich Tourismus, aber da stehen dann diese Vorreiter und Pioniere drin, an denen man sich natürlich gut orientieren kann. Wir haben einen sehr umfangreichen Projekte- und Studienkatalog mit sehr vielen wissenschaftlich basierten Informationen. Im vergangenen November wurde der zweite Monitoringbericht zur deutschen Anpassungsstrategie veröffentlicht mit vielfältigen Informationen, welchen Klimawandel wir schon sehen, welchen wir beobachten können und welche Anpassungsmaßnahmen entwickelt worden sind und wie sich diese entwickeln. Das ist aber nicht das Einzige. Wir führen auch schon seit über 10 Jahren eine ganze Reihe von Veranstaltungen durch, um Vernetzung zu stärken, um Beteiligung zu stärken. Beispielsweise Dialoge zur Klimaanpassung, das können kleinere Dialoge sein, themenspezifisch oder auch größere themenübergreifende Dialoge, beispielsweise zu Infrastrukturen. Wir führen Kooperationsbörsen durch, bei denen wir ganz lokal und zugeschnitten auf die Situation vor Ort Menschen ins Gespräch und in Aktion miteinander bringen können. Wir führen jetzt gerade dieses Jahr zum 4. Mal einen Wettbewerb Blauer Kompass durch, bei dem wir gute Projekte prämieren im Bereich Klimawandel und Anpassung. Und ein weiterer Hinweis ist, dass es seit 2019 eine ISO-Norm 14090 gibt, mit der systematisch Anpassungen an die Folgen des Klimawandels analysiert und weitergetrieben werden kann. Als letzten Punkt möchte ich erwähnen, dass vieles von dem, was ich eben gesagt habe, aber auch weitere Angebote von Ministerien und Behörden des Bundes und der Länder zusammengefasst sind im sogenannten deutschen Klimavorsorgeportal. Vielleicht hat es der eine oder die andere schon mal besucht. Ein Angebot der Bundesregierung, in dem sie eben sowohl Klimainformationen als auch Klimaanpassungsdienste von verschiedenen Anbietern finden. Da können Sie wählen und suchen und kommen dann in Ihren Möglichkeiten weiter. Mit genau diesen Angeboten versuchen wir, Anpassung an den Klimawandel
und damit eben die Klimaresilienz und die Lern- und Anpassungsfähigkeit zu erhöhen. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Daschkeit. Zwei Fragen. Eine von mir: Wo können sich die Interessenten melden, um Informationen über diese Vernetzungstreffen, Veranstaltungen zu bekommen? Gibt es da einen Newsletter? Ja, auf jeden Fall. Es gibt einen Newsletter, der erscheint 6-mal im Jahr. Da können Sie sich für registrieren. Wenn Sie den Link möchten, können Sie sich gerne an mich wenden. Ich schicke den gerne weiter. Ist aber auch relativ einfach zu finden, aber natürlich gerne. Dankeschön. Und die zweite Frage von der Frau Garbe. Wie stark haben sich touristische Unternehmen an dem Wettbewerb dieses Jahr oder in den letzten Jahren beteiligt? Also die genaue Antwort, Frau Garbe, muss ich leider schuldig bleiben, weil ich die Zahlen nicht im Kopf habe. Ich kann das gerne nochmal meine Kollegin fragen, die das betreut hat in diesem Jahr, aber ich kann die Zahl so nicht aus dem Hut zaubern. Bitte um Nachsicht. Okay, Dankeschön. Dann.